So, herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz des SV in Zweibrücken. Heute zu Gast im Westfalenstadion bei der OFC, die Offenbacher Kickers. Ganz besonderer Willkommensgruß wie immer den Vertretern der berichterstattenden Presse. Selbstverständlich auch unseren Gästen heute aus Offenbach, allen VIP- und Ehrengästen des heutigen Tages. Zu meiner Linken begrüße ich den Gästetrainer Rico Schmidt. Herzlich willkommen in Zweibrücken. Zu meiner Rechten Adis Herzeg, der Cheftrainer vom SV in Zweibrücken. Wir beginnen immer mit der Einschätzung der beiden Trainer zu dem Spiel aus ihrer Sicht. Ich darf dazu zunächst das Wort übergeben an Rico Schmidt. Bitte schön. Ja, für uns war das ein schwieriges Spiel. Natürlich erstmal von der Einstellung her, vom Kopf. Nach einer tollen Leistung zu Hause gegen Warnatal, dann auswärts hier gegen zwei Punkte, die schon gefühlt ein bisschen unter Rücken zur Wand stehen. Äußere Bedingungen. Windanfällig, das kennen wir ja bei uns zu Hause nicht im Kickersstadion. Ball, der Platz etc. pp. Und das hat man sicherlich auch die ersten Minuten gespürt, gemerkt, dass das doch ein kompliziertes Spiel wird. Die zwei Punkte sind immer wieder gefährlich gewesen, so mit der Minute der Verzweiflung. Nach vorne gespielt, lange Bälle gespielt. Und wir mussten erstmal auch eine Struktur finden in unserem Spiel. Haben es hier und dort kompliziert selber gemacht. Und so mit zunehmender Spielzeit, noch 10, 15 Minuten, sind wir dann wirkungsvoller gewesen. Das Umkehrspiel hat besser funktioniert. Und dann hat man das Spiel so weit im Griff, mit guten Möglichkeiten, Kontersituationen, wo unterm Strich trotzdem die Schlüsselaktion noch gefehlt hat. Der letzte Pass gefehlt hat, ein bisschen schlammig gewesen, in Anführungsstrichen schlammig. Keiner macht das mit Absicht. Das hat uns wieder gefehlt. Wir hatten trotzdem sehr, sehr gute Gelegenheit, in Führung zu gehen. Und das schwierigste Tor, oder die schwierigste Aktion ist ja dann zum Buckel geführt, wo der Fabian Becker wieder bei Jan 3 gespielt worden ist von Martin Röser. Kann das Tor machen, muss es eigentlich machen und im Nachköpfen ist der Markus zur Stelle. Das ist sein zweites Tor, so in dieser Aktion, Abstrafeaktion. Das hat man so vorgenommen, dass wir mit Führung in die Halbzeit gehen, weil wir wussten, es ist schwierig hier auch zu spielen und auch zu gewinnen aus den Beobachtungen der letzten Wochen von Zweibrücken. Und mit der zweiten Halbzeit, denke ich, hat sich dann auch unsere Klasse durchgesetzt. In zunehmender Spielzeit sehr substanziell gespielt. Nach vorne gespielt, viele Chancen uns weiter erarbeitet. Das zweite ist ja ein kompliziertes Tor gewesen, eigentlich war das schon zweimal einfach zu lösen. Der Theo schießt dann, hat eine ähnliche Situation zu Hause gehabt, dass man sich keine Abseitsstellung, weil keine Bewegung stattgefunden hat, 2-0 und 3-0 wieder Markus Rüber. Schlussendlich ein verdienter Sieg gegen eine aufopferungsvoll kämpfende zweite Gemeinschaft. Wir sind zufrieden von nach Hause und haben uns mit der Zeit. Vielen Dank, Rico Schmidt. Ich gebe das Wort an den Cheftrainer von SV in Zweibrücken, Adis Herzeg, das Spiel aus deiner Sicht. Na gut, man hat ja gesehen im ersten Halbzeit, dass sich die Mannschaft oder wir alle sehr viel vorgenommen haben. Wir haben viele gute Szenen im ersten Halbzeit gehabt, nur der letzte Pass hat dann nochmal gefehlt. Der David hat ja mal zwei gute Möglichkeiten gehabt, die er nicht ausgenutzt hat. Und es ist natürlich schade für uns, dass man da kurz vor der Halbzeitpause das Tor bekommt. Ich glaube, das war die letzte Aktion im ersten Halbzeit. Ja. In der Halbzeit habe ich ja versucht, die Mannschaft nochmal aufzubauen. Wir haben uns wiederum vieles vorgenommen und da kommen wir natürlich das 2-0. Und gegen so eine Mannschaft wie Giga Sockenbach, die sehr viel Qualität besitzt, da können wir im Moment den Rückstand von 2-0 nicht aufholen. Und zum Schluss, die letzten 15, 20 Minuten haben wir uns natürlich auch gegeben, was uns Jetzt geht's, ne? Und natürlich mit den letzten 20 Minuten bin ich sehr unzufrieden, haben uns natürlich aufgegeben, das darf uns nicht passieren, sondern müssen da mal weiterkämpfen, weiter Gas geben, an uns glauben
Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen habe ich ja da schon gesehen, dass die Mannschaft da heute einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und wenn man da so weiter versucht, über 90 Minuten zu spielen, mal 60, 70 Minuten ohne Gegentor auskommen, dann wird natürlich auch der Gegner unsicher, macht vielleicht dann hinten auf, wo man dann durch eine oder andere Kontersituation mal zum Torerfolg kommt. Dankeschön. Und dann gibt es Fragen an einen der beiden Trainer? Ich stelle fest, das ist nicht der Fall. Ein Hinweis noch in eigener Sache. Der SV in Zweibrücken spielt am kommenden Samstag auswärts beim KSV Hessen-Kassel im Aue-Stadion. Und dann die Woche drauf geht es dann schon hier zu Hause ins Derby gegen den FK Pirmasens am 27.09. Beide Partien um 14 Uhr jeweils. Wir wünschen dem OFC alles Gute im weiteren Saisonverlauf, eine gute Heimreise, freuen uns aufs Rückspiel. Vielen Dank für Ihren Besuch im Westfalenstadion. Bleiben Sie noch bei uns. Buffet ist gleich eröffnet. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Tschüss.